Grüß dich zurück zu Generation Zero, wie du hörst, oder wie du siehst, wir sind heute in der Kirche Angeras, keine Ahnung, und machen heute diese Mission hier Absturz. Das große Problem wird sein, dass es eine Zeit lang dauern wird, bis wir hier überhaupt herkommen. Du hörst es ja schon. Wir haben Besuch. Muss ich nur schauen, ich habe zwar in der Zwischenzeit den Charakter schon mal ausgerammt gehabt, aber wie du siehst, ich habe uns bewaffnet. Wir gehen uns jetzt einfach an, dass wir in kurzer Zeit diese Nebenmission schaffen. Genau. Dort hinten so müsste eine Relais-Antenne sein. Zwei Tanks wahrscheinlich, oder ein Tank, zwei Tank, ein Harvester und ein paar Hunter müssten da hinten nochmal drum kraucheln. Schauen wir uns gleich an, was da mal drum strauchelt. Okay, das muss nur ein Tank, aber da ist ein Tank unterwegs. Schauen wir mal. Wie wir das jetzt genau machen, weiß ich noch nicht. Schleichen wir dorthin, machen wir einen Radau, keine Ahnung. Sind wir da? Nehmen wir mit. Sehr gut. Oh, zwei Tanks in der Paarungszeit, ha? Wir müssen südwestlich, das ist da hinterm Hügel. Okay, jetzt schau ich mir nur gerade, was da unten um und um kräuchelt. Was ist da hinten? Eine Drohne, Sekunde. Da ist die nächste Drohne. Tank. Vielleicht schaffen wir es schleichend. Ja, warte mal. Ich bücke mich mal. Fertigkeiten. Also mal weit weg. Egal. Wir werden es schon irgendwie nicht schaffen. Oh oh. Hunter im Norden. Nur aufpassen, die Hunde kreuzen unseren Weg. Ich tue es dir Kunde. Es kreuzt unseren Wege viele Hunde. 1, 2, 3. Herr Firme. Wie ich sonst immer eingeloggt habe, ist da von der Richtung meistens auch immer ein Harvester mitgekommen. Dort hinten ist ein Unterschlupf, wenn ich mich recht entsinne. Ja, wir haben jetzt die letzten 3-4 Ausgaben so bekämpft. Ich möchte jetzt einmal ein bisschen schleichen. Dieses Hundeböllen, was die Zeiten was haben, das finde ich ja putzig. Das hört sich an wie so ein Handtaschenhund. Haha, hast mich nicht gesehen. Obwohl ich ja glaube, dass wir bei der Rückkehr in ein Gefecht geraten werden. Weil was ich mich erinnere, erwartet uns ja dort ein Hunter an der Absturzstelle. Bingo. Hast du ihn gesehen?
hast du ihn gesehen? Der Raketenwerfer auf der Schulter tut ihm wirklich gut stehen. Harvester, Harvester, na doch, da straucheln sie mal um. Bring den Hunter zur Strecke. Das machen wir doch glatt. Zu was für einer Strecke? Spa, Red Bull Ring, naja. Wir wecken sicher alles auf. Mach dir jetzt auf ein bisschen ein längeres Gefecht gefasst. Weil ich glaube, sobald wir in Hunter angängen, wecken wir da auch noch alles mit auf. Na, schauen wir mal. Campingplatz, haben sie das da unten, das Stück auch umgebaut, oder habe ich mir das noch nie angeschaut? Ja. FNX. Scheiße. Nicht gut. Na, da brauchen wir was. Irgendwas hat uns gekehrt. Am Tag der Katastrophe. Das Funkgerät nehmen wir mit. Mein Lieb. Ja, und ich Trottel triff wieder nicht, ne? Ja, was leck mich doch am Buckel, du Scheißer. Mal gleich da oben. Schau, wie hartnäckig, ha? Sehr gut. Okay, dieses Mal waren sie taub. Lock. Hat das Spiel schon wieder umgeschalten, das Gesetz des Landes. Begib dich zum Außenposten des Widerstands im Arschland. Na, da würdest du nicht hin. Ich will mir jetzt da mal in Ruhe umschauen. Oh. Nehmen wir mit. Naja. Cool. Das nenne ich einen Campingplatz. Klein, aber fein. Ja, aber der dürfte nice sein, oder war der von Anfang an schon so? Ja, was weiß ich. Da ist nix. Da ist nix. Zugebärt. Verschlossen. Na, wenigstens kommen wir ins Auto rein. Ist doch auch was Schönes. Nehmen wir alles mit. Sehr schön. Sehr schön. Brandbeschleuniger haben wir schon zu zigtausend.
braucht man das? Haben wir zu Millionen. Ist da irgendwas Uninteressantes herinnen? Nö. Erst jetzt kriegst du nicht mehr Uninteressantes zum Sehen. Das ist. Naja. Das ist doch lapidar. Überall und nirgendwo gibt's auch Spaß in Mexiko. Na, gar nichts. Okay, das ist der Campingplatz, aber was ist da herunten? Warte mal. Na, wir spazieren daher. Log, Nebenmission, Wandertour. Das tut gehen wir jetzt hin. Werden aber zuerst dieser Straße entlang gehen. Ich glaube, dass wir hier auf Widerstand treffen werden. Sehr gut. Finde die Gaststätte für Lorade Hestens Krog. Okay. Na gut. Sowas wäre geil, wenn du später in die Pension gehst und du für dich selber beschließt, du nimmst Abstand von all dem, was sich gesellschaftlich abspült und sagst, so will ich leben in der Zukunft, in meiner Pension, abseits jeglicher Gesellschaft. Ach, das wäre geil. Da nix. Kommt man da rein? Wahrscheinlich abgesperrt. Richtig. Was auch nirgendwo was. Was hat's mit dem Haus auf sich? Ah, das war da ist, da war ja, da können wir nicht rein. Karte. Ah, da hinten ist was Größeres. Hört sich an wie ein schwerfälliger Harvester. Oh. Es ist zu ruhig. Ja, ich hätte gesagt, gehen wir weiter. Jetzt müssen wir nur schauen. Das Spitzel da entlang auf. Beginnen wir mit diesem Angriff.
herrlich. Nur die große Frage, wo ist die Relaisantenne? Darf ich da was verraten? Ich glaube, wir steuern gerade wieder auf eine mittelgroße Katastrophe zu. Da ist irgendwo eine Drohne. Ich sehe sie aber noch nicht. Dort. Ich kann mich wieder erinnern, wo wir hier sind. Und jetzt wird's böse. Ich glaube, der hat uns fast wahrgenommen. Ja, der ging mir fast zu schnell in die Knie. Sehr gut. Ja, lieber ein bisschen vorsichtiger. Jagdmaskin 60. Nehmen wir mit, können wir zur Vorsicht zerstören. Da ist noch irgendwas. Das nächste Hundelein. Den nehmen wir mit. Den Rest haben wir schon. Thank you.
Da liegt nirgends irgendwo was, was man mitnehmen können, ne? Sie nehmen uns eh wahr. Nur wissen sie halt nicht, wo wir sind. Das ist das Gute daran, aber auch noch. Ich weiß, dass da unten irgendwo ein Unterschlupf ist. Ich bin ja da nicht so verkehrt. Dankeschön, Meister der Sackhaare. Die war der festen Überzeugung, dass da ein Unterschlupf war. Aber das Funkgerät nur mit. Da war nix. Weiter geht's. Nach dem Sonnenaufgang kam der Regen. Toll. Wie weit ist denn jetzt eigentlich noch? 350 Meter. Na ja, das geht. Man führt diese Straße da hinauf. Nö, aber wir haben da um sich ein über eine, wie sagt man so schön, ein Überraschungskomitee oder ein Empfangskomitee, ne? Ne? Du weißt ja schon, komm mit Tee. Das ist ein bisschen übertrieben bei ein paar Hunden und ein paar Hunter. Außer FNX-Klasse aufwärts, aber sonst. Danke, Spiel. Du Arsch mit Ohren. Wahnsinn. Suche nach zurückgelassener Ausrüstung. Was ruckelten sie das Spiel schon wieder an Ohren? Kapier ich nicht.
Scheiße. Am Ennerberg sind wir jetzt. Auch interessant, ja? Im Prinzip kommt das Spiel mit seiner eigenen Framerate nicht klar. Naja. Kommen wir da rein? Nein. Abfälle hier einwerfen. Da kommen wir nicht rein. Danke. 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 Z, mehr lesen. Meine beste SID-Musik. Na bitte. Jetzt haben wir es benannt. Sehr gut. Mal das auch abgeschlossen.